Denn hinter dieser Wand ist nochmal der Baumwächter. Und das im Doppelpack. Einmal mit einem Schild und einmal, glaube ich, nur mit einer Hellebarde. Und wir versuchen jetzt mal den Baumwächter einzeln hier reinzulocken. Weil zwei auf einmal sind zu viel. Wie machen wir das denn am besten? Komm mal. Hä? Warum? Kann da keine Magie feuern oder was? Achso. Linker Stick. So, das ist der mit dem Schild. Oh, wir machen ja gut Damage mittlerweile. Wir haben die schon mal versucht, aber da haben wir noch wenig Damage gemacht. Und da haben wir sehr viele Tränke auch immer verbraucht. Und das hat uns dann doch irgendwie dann das Genick gebrochen. Wir haben nicht mal einen fertig gekriegt. Obwohl, ich glaube, einmal haben wir einen sogar besiegt. Aber im Nachgang dann war es einfach uns nicht vergönnt, den zweiten zu erledigen. Oh, wow, 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 der hat Reichweite. Oh, weg. Weg. Das war knapp. Haha, Bordstein. Ja, ich war so ein kleiner Ninja mit meinem Gaul. Schön auf den Rand gegangen und entlang geschlichen. Oh, scheiße. Puh, erledigt. Nummer 1. Nummer 2 fehlt ja jetzt noch. Ah, gut. Und da muss sich unser Gaul erst ein bisschen erholen. Stört uns nicht. Na komm, wir haben 9 Flaschen, was soll's. Hä? Wo ist der zweite hin? Da geht er da runter, der Drecksack. Natürlich in die ganzen Gegner uns reinlocken. Nee, nee, nee. Natürlich. Jetzt aber, oder? Nee, immer noch nicht. Jetzt. Jo. Das war eine knappe Nummer, was? Ich habe aus Versehen das Fernglas angewählt. Ach, sieh an, der nimmt weniger Damage. Obwohl der andere ein Schild hatte, nimmt der weniger Damage. Der ist aber gesprungen. Jetzt mal weg. Ja, komm, lass den mal kommen. Jetzt reiten wir direkt durch. Aha. Da hat er daneben geschlagen. Oh ja, sehr gut. Damit war es das für das Baumwächter-Duo. Erdenbaum-Großschild und eine Heldenrune. Oh, die gibt 20.000, wenn ich mich recht erinnere. Das ist natürlich nice. Und wir haben jetzt 74.000 Seelen. Da müsste ein Level drin sein. Probieren wir gleich mal aus.